Im heutigen Video muss ich mit jedem legendären Brawler auf 1000 Trophäen gewinnen. Aber jedes Mal, wenn ich verliere, muss ich am Ende 3 Megaboxen im Shop kaufen. Und so können wir richtig viele Brawler ziehen. LOL. Oh mein Gott. Okay, das ist mega geil. LOL. Lass uns zu zweit reinjumpen. Okay, gut, bringt nichts. Oh. Creator Code? Jo, Jonas. Hey Leute, im heutigen Video machen wir eine ganz besondere Challenge, denn heute werden wir einfach mal jeden legendären Brawler spielen. Doch das ist etwas ganz Besonderes, denn aktuell haben wir jeden legendären Brawler auf fast oder ungefähr 1000 Trophäen. Da wir ihn in der letzten Season ja alle legendären auf 1000 gepusht haben. Alle hier auch mit Rang 30, da sehen wir es nochmal, sieht richtig krass aus. Und wir werden heute mit jedem legendären Brawler gewinnen müssen. Und wenn wir es eben nicht schaffen, also verlieren, müssen wir eben für jeden Los am Ende 3 Megaboxen öffnen. Wir gehen auf einen Account, bei dem wir auch ganz krass viele neue Brawler ziehen können, auch vielleicht einen legendären. Wird also sehr spannend werden. Ich hoffe, wir werden trotzdem nicht zu oft verlieren, dass es nicht zu teuer wird. Und wie immer spielen wir heute das Ganze in Duo-Showdown mit verschiedenen Maps. Also ihr wisst, es sind Duo-Showdown Mapmaker, sind die Maps von Leuten erstellt worden, sind völlig random, aber das Matchup ist eben dasselbe Matchup wie in den richtigen Kämpfen. Wir spielen gegen Leute auf 1000 Trophäen mit legendären Brawlern. Wird also sehr spannend werden. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Wenn euch die Idee gefällt, lasst ihr immer gerne ein Abo da und Like, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir legen los. Danke für jeden Support und euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Okay, let's go, die erste Runde. Wir sind relativ hier schnell reingekommen und zwar jetzt hier mit Ember. Oh, keine Disconnects bitte. Genau, let's go. Wir haben einen Search als Mate, das sollte eigentlich fit gehen. Die. Was macht er da? Hallo! Oh, ist der dumm. Wir haben aber eigentlich einen ganz guten Brawler hier für die Map sogar. Wir haben hier so einzelne Zellen jeweils, in denen wir fighten müssen. Ich befürchte nur, dass die Mitte wahrscheinlich jetzt ganz viele Cubes enthält hat, ne? Das heißt, der Mortis, der da rein ist. Oh ja, da waren Cubes drin. Okay, aber nicht so viele. Das geht fit. Oh, let's go, let's go. Oh mein Gott. Ich bin gestorben, egal. Okay, 4 Teams noch am Leben. Wir müssen nur Top 2 kommen, ne? Das ist der Win. Oh, da liegen Cubes. Nicht dumm sein, geh weg. Ah, die Team, ach so. Okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, na gut, Team ist low, aber ich verstehe natürlich, dass er Team will. Ich würde sagen, wir Team nicht so gern. Egal, gut, wir greifen jetzt nicht an, komm. Oh, komm, 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 komm. Let's go. Zack, erstmal den Gene killen, würde ich sagen. Let's go. Ich team nicht so gern. Okay, wir sind Top 2 gekommen. Zwar hat es ein bisschen geschummelt, muss ich sagen. Wir hatten ja noch den Search gekillt, aber ich würde sagen, let's go. Damit haben wir den ersten Win. Das ist halt die große Frage, dürfen wir teamen? Ich würde sagen, ich weiß es halt nicht, ne? Viele Team halt auf der Trophäenhöhe. Also ich werde auf jeden Fall jetzt hier den Mortis eiskalt ausschalten, ne? Da kann ich keiner barmen, auf jeden Fall. Nein. Wie sauer die alle auf mich sind. LOL. Wo ist denn jetzt hingeteleportet? LOL. Okay, gut. Ersten Win haben wir trotzdem damit geholt und das ging eigentlich ziemlich fit. So, unser nächster Brawler ist Sandy. Wird ziemlich schwer werden. Sandy ist nicht der beste Brawler in Showdown. Oh, lol. Okay, krass. Da ist so eine Mitte. Oh mein Gott, let's go. Okay, das ist mega geil. Ich weiß nicht, ob alle so viele Kisten haben. Kann natürlich sein. In der Mitte waren auch einige Kisten. Aber wir haben zumindest Shelly und Sandy. Wir können da gut reinjumpen jetzt. Okay, ich bin gespannt. Oh, bitte geht es jetzt nicht schief. Okay, das ist Po. Oh nein, das ist ein Poco. Ist gar nicht gut. Ich habe mein Gadget gedrückt. Bin wieder Full Life, sehr gut. Oh nein, oh lol, sie hängt. Das ist gut. Wir hängen alle fest. Oh nein, und ein anderes Shelly. Ulti weg, genau. Nein, die Cubes angesammelt. Oh. Egal, der ist der erste Los und damit müssen wir auf jeden Fall schon mal die ersten Megaboxen später öffnen. Okay, nächste Runde und jetzt haben wir eigentlich ein ziemlich nices Käfigsystem, nenne ich es mal. Boxer, geh doch in die Mitte. Geh doch in die Mitte. Das wäre eigentlich mega smart. Ah. Ich nehme die Mitte rum. Klappt das? Oh, ich bin dumm. Oh, ich bin doch nicht dumm. Das geht. Nein, 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 die werfen nicht. Oh, ich hab fast überlegt. Das wäre mega krass gewesen, wenn ich die beide gekillt hätte. Okay, also die ersten überlegen schon, ob sie teamen sollen. Ich bin jetzt eher nicht so der Fan von Teamen. Oh, ne, jetzt kommt der Tick und will uns auch noch nerven. Okay, wenn wir jetzt hier so unseren Käfig gehen, lassen wir. Den behalten wir erstmal so ein bisschen. Oh, okay, die Penny will auch nicht teamen. 13 Cubes. Ich wusste, dass in der Mitte da Cubes sind. Den holen wir uns. Nein, 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 den holen wir uns. Ich teame nicht. Let's go. Ja, selber schuld. Hier wird nicht geteamt. Okay, jetzt haben wir 2 Cubes. Wir müssen ja noch einen einzigen Platz jetzt irgendwie holen. Komm, das schaffen wir. Wir können es auch natürlich in den Sandsturm gehen. Oh ja, da ist der Kill. Komm, und ein Platz noch. Ein Platz noch. Weil Sandy ist, glaube ich, der schwerste Brawler von allen, weil der echt kacke in Showdown ist. Team die? Hey, wo ist denn der letzte? AHC, bei Teil ist der einfach. Es wird jetzt auf Glück ankommen. Platz 3 würde nicht zählen. Wir müssen Top 2 kommen für einen Win. Ihr wisst es, wie das ist. Da oben ist der Bow. Team die etwa? Okay, ich gehe mal hier in die Ecke. Nein, AHC, Matt. Ja, der Boxer geht drauf. Der Boxer. Und wir sind in Showdown, Leute. Wir haben es geschafft einfach. Let's go. Die sieht mich nicht. Oh, vielleicht können wir sogar Platz 1 hier mit ein bisschen Glück. Die sieht mich jetzt nicht. Let's go. Oh, wir sind noch reingelaufen, wer fast. Ah, schade, egal. Ja, komm. Ist der zweite Platz und damit haben wir auch den zweiten Win und erst einmal verloren vor allem. Das ist übel gut, auf der Trophäenhöhe. Der nächste Brawler ist ein richtig guter Showdown-Brawler und zwar Crow. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Oh mein Gott, okay, das ist mega geil. Junge, also genau deswegen mache ich so gerne Mapmaker, ne? Ich merke auch, wie die Folgen so krass bei euch ankommen, ne? Aber es ist halt so geil, was man teilweise für Maps abbekommt. Lass direkt reinjumpen, lass direkt reinjumpen. Bin auch Distanz, ist gut. Okay, das wird mega witzig werden, glaube ich. Ich slow den. Oh, ich glaube, der Slow war nicht so gut. Oh, das ist ein direkt. Oh. Ist er tot?
Auch nicht. Oh, weg, 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 okay. Okay, okay. Wo ist mein Mate überhaupt? Okay, der ist ja irgendwo da drüben. Mhm. Oh ja, Frank ist ein Gegner. Okay, sehr gut. Okay. Oh, da kommen zwei angejoggt. Nein, 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 da wollte ich nicht hin. Da wollte ich natürlich jetzt nicht hin. Ja, ich hab einen, ich hab einen, ich hab. Nein, der hat meine Cubes genommen. Asozial. LOL. Nein, wo bin ich jetzt gelandet? Hochjumpen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, okay. Man kann auch in die Mitte einfach jumpen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist irgendwie witzig, aber irgendwie... Ich glaube, ich als Crow sollte auf jeden Fall lieber nicht in die Mitte springen, weil ich zu wenig Leben habe. Am Ende wird der Kampf eventuell sogar in der Mitte ausgetragen, weil da dann alle sind. Oh, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Der ist respawned in der Sekunde. Oh nein, das ist ein Frank, das ist ein Frank. Oh, er geht in die Mitte. Ich wollte nicht in die Mitte. Hoch, nein, 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 nein. Oh, das war mega unlucky. Next Map. Diesmal ist nicht ganz so gut für Crow. Wir haben auch einen Tick im Team. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Mal schauen. Perfekt. Nein, ich habe gerade genossen. Das war ein ganz schlechtes Timing gerade. Oh, mein Mate ist tot. Die greifen uns an. Ey, 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 ey. Ah, jetzt habe ich die Cubes genommen. Sorry, war dumm. Egal, lass in die Mitte gehen. Oder willst du noch kurz... Wir sind Top 2. Let's go. Wir haben es geschafft. Wo sind die Gegner überhaupt? Ach, da. Oh, lol, lol, lol. Nein, 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 nein. Slow. Oh, wie viele Cubes hat der bitte? Na! Ey, mega unangenehm, das Deck. Das Deck, sag ich schon. Ich bin jetzt... Erstmal das Game gewechselt, egal. Das ist der nächste Win, das ist hier Platz 2 und damit haben wir auch Crow erledigt. Also, der nächste Brawler ist Spike und danach kommt Leon. Spike und Leon sollten eigentlich beide sehr gut für Showdown funktionieren. Es geht weiter, bisher haben wir es zweimal verloren. Wir werden auf jeden Fall beide direkt reinjumpen und ich werde auch direkt Gadget und Dings drücken. Nein, was machst du denn? Oh mein Gott. Kann ich wenigstens einen Cube sichern hier? Ja, wenigstens einen. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Wie lebe ich? Ja, ich habe ein paar Cubes gesichert für uns. Voll gut. Okay, guck mal, ich habe 4 Cubes gesammelt. Ich glaube, es war schlauer, wirklich, dass nicht beide reinspringen. Das ist der Win. Das ist einfach mal der Win. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott, let's go. Lass uns zu zweit reinjumpen. Bringt doch nichts. Wir müssen irgendwie rein. Lass uns zu zweit reinjumpen. Okay, gut, das bringt nichts. Ja, guck mal, so hilfst du mir aber auch nicht. Guck mal, wenn du nur da stehst, wie sollen wir denn sowas machen? Yo, Digga. Also, bei Matt hat mir wirklich null geholfen, aber halt gecampt. Aber es hat gereicht. Ja, Platz 2. Der letzte Brawler für die heutige Challenge ist Leon. Wenn wir jetzt es nicht schaffen sollten zu gewinnen, also schaffen sollten zu gewinnen, haben wir es geschafft. 1000 Trophäen. Okay, es geht los. 1000 Trophäen haben wir mit Leon. Wir haben direkt einen Teleport. Ich würde sagen, nutze ich auch mal direkt. War keine gute Idee. Okay, wir haben jetzt hier so einen Gang und. Oh nein. Na gut, ich hau es mal ab, würde ich sagen. Ist mir zu gefährlich hier. Ich teame nicht. Ich teame nicht. Nein, ich hätte lieber teamen sollen vielleicht. Nein, 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 nein. Perfekt. Dritte Niederlage. Insgesamt läuft es trotzdem gut bisher, muss ich wirklich sagen. Oh mein Gott. Okay, gut, das wird jetzt wild werden. Oh. Nein, da ist ein Spike auf uns drauf. Was sollte das denn? Da war direkt ein Spike auf uns drauf. Egal, das ist der vierte Los jetzt schon. Auf geht's, nächste Runde mit Leon. Wenn wir gewinnen, haben wir die Challenge geschafft. Wenn wir verlieren, geht's weiter. Die Map ist ziemlich nice so vom Aussehen her, aber keine Ahnung, mal schauen. Oh, nicht so offensiv da reinlaufen, oder? Hast du einen Slow vielleicht? Das ist vielleicht bestimmt tot, ich wusste es. Ich wusste, dass er direkt sterben würde. Das war schon so ein Mate und jetzt habe ich auch noch Lags. Okay, ich gehe mal in den Busch hier drüben oder so. Gibt's hier irgendwo auch Kisten? Ja, da oben sind Kisten, da oben sind Kisten. Oh ne, keine Lags jetzt bitte. Come on. Jetzt helf mal mit, bitte. Nein, Boxerin. Kannst nicht mithelfen. Danke. Okay. Wollte schon aufregen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin dumm. Wir müssen da wieder raus. Jetzt helf mir doch. Ich habe kaum Leben. Ich kann den Cube nicht nehmen. Ich habe Aggression bei den Mates hier. Wir haben es fast geschafft. Noch einen Platz. Ich glaube, wir schaffen das jetzt. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Okay, wir brauchen nur noch einen Platz jetzt irgendwie. Hat die den Slow? Aber sie hat, wir können das eigentlich in die Büsche verstecken. Oh! Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Auf geht's. Nächster Versuch. Und wir haben einen Rico im Team. Das ist eigentlich in Ordnung. Die Map ist ziemlich offen. Ey, bitte, wir haben jetzt nicht nochmal Lex. Da ist eine Shelly gespawnt. In mir drin. Boah, wie assi. Und da ist ein Tick. Weg, weg. Wieso sind meine Mates jetzt immer direkt down? Das ist doch ein Witz. Ich könnte rein. Wir könnten zusammen. Oder ich stand mal alleine in die Mitte rein. Ja, das war echt dumm von mir. Das ist sehr riskant gewesen. Der Kopf geht auf uns. Ja, pass auf. Okay, let's go. Pass auf, pass auf, pass auf. Da ist irgendwo der Boxer drin. Oh, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Nein, 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 nein! Was sind beide down? Wieso sind wir beide down? Ey, das gibt's nicht, ne? Nächster Versuch. Wir haben einen Mortis im Team. Die Map ist ziemlich offen. Ich weiß nicht. Wir gehen mal rein. Ey, wieso geht er nicht rein? Okay, gut, von mir aus soll er nicht reingehen. Oh, da ist ein Teleporter in der Mitte. Da sind ganz viele Teleporter. Och nee, was ist das denn jetzt? Ich will auch in die Mitte. Oh, er geht rein, okay. Das sind bestimmt ganz viele Cubes. Oh nein. Was ist das? Guck mal, ich stecke hier komplett fest. Was soll ich da machen?
Oh mein Gott, okay, das muss der Win werden. Ich glaube, wir haben so ziemlich den besten Spawner, aber ich hoffe es zumindest. Wenn der Box jetzt nicht dumm ist und die beiden Kisten dann jeweils schnell holt, dann ist es easy. Genau, let's go. Sehr, sehr nice. Ja, ja, hol den Colt dann weg, bitte, schnell. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, bitte. Ey, ich treffe ihn nicht. Oh, ich hab ihn bekommen. Leute, er hat überlebt, er hat überlebt. Heal. Das schaffen wir, let's go. Oh. Okay. Colt respawn, der ärgert uns schon die ganze Zeit, der muss es sterben, der Colt. Let's go. So, jetzt hier noch den Boxer ausschalten. Was ist denn das für eine Map? Was sind so lange Gänge? Okay, ich weiß nicht, wo der Teleporter hinführt. Ich würde mal jetzt nicht nachgehen. Wir brauchen noch einen Platz, dann haben wir die Challenge geschafft. Aber wir müssen noch die ganzen Boxen am Ende öffnen, ne? Okay, Nani haben die scheinbar. Okay, Nani ist gefährlich wegen den offenen Wänden hier. Ich team doch jetzt nicht mit dir, nachdem du uns so geärgert hast. Ah, der Teleporter geht direkt. Okay. So, jetzt unsichtbar machen. Sieht er mich? Meine Stimme, perfekt. Moin. Let's go. Wir haben es. Top 2. Let's go, Leute. Jetzt müssen wir noch am besten den Win hier sichern. Oh, er jumpt über die Ult. Let's go. Und wir haben es. Wir haben es einfach geschafft. Also, wir kommen zur Bestrafung. Wir müssen 3 Megaboxen pro Lose öffnen. Insgesamt 6-mal verloren, also 18 Megaboxen, die wir jetzt hier öffnen müssen. Wir sind hier auf einem Account, auf dem wir schon einiges gezogen haben, außer einen legendären Brawler. Das war für das Squeak-Opening, bei dem wir Schleim essen mussten. Das war nicht die beste Erinnerung. Ja, wir können eigentlich alles ziehen. Ich bin sehr gespannt. Haben noch 7 Gems übrig, habe direkt ein Angebot. Würde ich sagen, die erste Megabox schon mal direkt hier 5 verbleibende. Let's go. Okay, wir haben jetzt hier ein Angebot. 4 Megaboxen auf einmal. Let's go. Dann haben wir schon mal 5 und müssen noch 13 öffnen. Genau, let's go. So. 5 verbleibende erstmal. Zack. Ja, die 5er können wir relativ schnell skippen immer. 6 verbleibende, okay. Und Karlstar Power. Geil. So, let's go. Gems sind drauf. Wie immer, gerne natürlich an Creator Code Jojonas denken im Shop. 13 Megaboxen haben wir jetzt noch, würde ich sagen. Auf geht's. Und ich hoffe, wir ziehen irgendwas. Wäre natürlich mega geil nochmal als so Belohnung. Vor allem ein Legendärer wäre halt mega witzig bei dem Video. Oh, let's go. 6 verbleibende. Und Legendärer. LOL! Es ist kein Legendärer, aber es ist Lu. Aber Lu ist so selten wie ein Epischer, glaube ich, inzwischen. Ne? Ich glaube, er ist gar nicht mal so selten. Oh, lol, wir haben was. 6 verbleibende, komm. Bitte ein Legendärer. LOL! Wir haben wieder was, aber es ist Max. Max war in Ordnung. 6 von 8 mythische. Ist auch krass, dass es inzwischen 8 mythische Brawler gibt. Nice. So, und die letzten 3 Megaboxen. Vielleicht haben wir nochmal Luck. Oh, 7 in der letzten! Oh mein Gott, okay, jetzt wird es immer spannend. Okay, 3, 2, 1. Star Power zu erwarten. Okay, nochmal. 3, 2, 1, go. Oh! Es ist Colonel Russell, was schade. Leider kein Legendärer, aber auf jeden Fall eine richtig geile Challenge und immer ein geiles Opening. Und damit wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr neu dabei seid und keine weiteren Challenges verpassen wollt, lasst ihr immer gerne ein Abo da und haut rein. Bis zum nächsten Video. Danke für den Support und ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch 2 weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und ciao.